Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Gestern der Vlog ist ja ein wenig abrupt geendet. Habt ihr vielleicht gemerkt. Warum? Das muss ich euch jetzt mal erklären. Also im Prinzip, so um das mal grob zu sagen, es hat mich ein wenig, also eine Freundin von mir hat eine Aktion gebracht, die mir persönlich ein bisschen auf den Magen geschlagen ist. Dementsprechend konnte ich einfach nicht mehr und habe mich ins Bett gelegt und ja, habe den Vlog dann einfach so links liegen gelassen. Das habe ich ja schon mal gesagt, wenn sowas passieren sollte, da ist ein Daily Vlog nicht so ganz gut für. Das ist eben der Nachteil, dass man andauernd vor die Kamera geht, ob es einem eben schlecht geht oder nicht. Und wenn es mir persönlich schlecht geht, dann ist es für mich unmöglich, einfach mich vor die Kamera zu setzen und euch was zu erzählen. Jetzt geht es wieder etwas besser, deswegen habe ich auch direkt was für euch dabei. Und zwar jede Menge Pakete, die gerade angekommen sind. Denn ich habe ja ein bisschen geshoppt und habe eben zusätzlich zu den Sachen hier, die ich für den PC noch brauchte, da das beides Plusprodukte waren, noch ein paar Sachen dazu bestellt. Außerdem habe ich eben auch noch Sachen bestellt, die ganz wichtig waren, mal langsam für die Kamera anzuschaffen. Unter anderem eben hier ein UV-Filter für die Linse, da die bei mir immer ungeschützt war bisher. Und das sollte die Linse eben schützen können. Ich hoffe mal, dass das hier drauf passt, aber lass uns das doch mal direkt hier ausprobieren. So, ich glaube, so gehört das. Oh. Und sieht super aus. Perfekt. Scheint zu klappen. Also, UV-Filter ist drauf. Und wie ihr seht, hat sich das Bild nicht für euch verändert. Das ist das Optimale. Da haben wir schon mal die Nummer 1 fertig. Andererseits habe ich hier noch eine SD-Karte bestellt. 8 GB. Denn die 32 GB SD-Karten sind bei mir immer kaputt gegangen. Und dann dachte ich, ich probiere einfach meine 8 GB SD-Karte aus. Für die Action Cam. Die werde ich dann die Tage mal benutzen, wenn ich die brauche oder eben für Zeitraffer. 8 GB sind zwar wenig, aber besser als wenn mir andauernd die SD-Karten kaputt gehen. Und die 8 GB Karte hat jetzt, glaube ich, 6 Euro gekostet. Da wäre es mir jetzt auch relativ egal, wenn die kaputt gehen würde. Dann bestelle ich halt wieder eine neue. So, da ist das Ding vorbereitet. Und zu guter Letzt natürlich hier noch die beiden letzten Teile für den PC, die mir für das zweite Video noch fehlen. Hier einmal einen Adapter, damit ich noch zwei weitere SATA-Stromanschlüsse habe. Hier so ein alter Connector, den man eh nicht mehr braucht. Und dann hier auf zwei SATA-Pins. Und außerdem noch, was eben beim Mainboard gefehlt hat, ein weiteres SATA-Kabel. Das haben wir hier auch noch. Da ist es. Ja, ich würde sagen, das kann ich gleich mal einbauen und dann kann ich den zweiten Teil auch fertig drehen, den PC starten, einrichten und endlich damit anfangen, den eben fertig zu machen. Wird auch langsam mal Zeit, also ja, werde ich das auf jeden Fall machen. Jetzt würde ich sagen, gehe ich erstmal frühstücken, weil das habe ich auch noch nicht gemacht. Kurz gucken, ob hier alles funktioniert. Sehr gut. Wisst ihr was? Ich gehe einfach mal die GoPro benutzen. Steckt die Speicherkarte an und ihr seht jetzt mal ein paar Szenen. I remember the fade in your eyes. I'm lost in space, floating away. 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 So, ich bin fertig. Ich würde sagen, jetzt können wir mal die Liste starten für heute, denn es steht wieder einiges auf dem Plan. Und zwar werde ich den PC fertig, aber das habe ich ja schon erzählt. Also würde ich sagen, ohne weitere Umschweife lade ich mal hier den Akku, weil der ist so gut wie leer, der blinkt schon. Und dann machen wir einfach diese Liste fertig. So, ich habe jetzt den dritten Teil abgedreht. Von der PC-Serie. Den zweiten Teil habe ich noch nicht ganz fertig. Den ersten Teil habe ich gerade veröffentlicht, also von dem Server. Und jetzt muss ich mal kurz eine Pause machen, weil ich euch mal eben was zeigen will. Und zwar habe ich meine erste Urheberrechtsverletzung auf meinem Blog-Kanal. Ich habe mir schon fast gedacht, dass sowas irgendwann mal passieren wird, auch wenn ich eigentlich sogar ziemlich vorsichtig mit sowas bin. Aber mich hat einfach die total
ja, mich hat dieses Lied so fasziniert, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Happy Days RMX heißt das Lied, ist von Jeff Cale. Den Link findet ihr immer unten in der Videobeschreibung zu diesem Künstler. Jedenfalls, das Lied von Jeff Cale habe ich benutzt und die ersten 25 Sekunden klingen anscheinend ähnlich wie ein anderes Lied, das in einem anderen Video verwendet wird. Das Video zeige ich euch mal eben hier. Und zwar handelt es sich dabei um dieses Video. Ich kann euch das jetzt wahrscheinlich nicht zeigen, weil sonst kriege ich vielleicht noch eine Urheberrechtsverletzung. Jedenfalls hat die Idol Distribution im Auftrag von Playtime mich eben gestrikt und behauptet eben, dass dieses Lied nicht mir gehört und dass ich eine Urheberrechtsverletzung begangen habe. Ja, ich habe schon eine Beschwerde eingereicht. Die Beschwerde wurde allerdings abgelehnt von den Herstellern bzw. von den Machern von Playtime. Keine Ahnung warum, weil es handelt sich definitiv nicht um eine Urheberrechtsverletzung, denn ich habe die Rechte an dem Lied, weil der Künstler eben keine Copyrights auf seine Lieder setzt. Zum anderen benutzt dieser Künstler, der dieses andere Video erstellt hat und eben dieses ähnliche Lied als Hintergrund benutzt hat, eben auch ein Lied, was ihm nicht gehört, weil er ist definitiv nicht der Ersteller der Musik natürlich. Und dementsprechend ist das eigentlich keine Urheberrechtsverletzung von mir aus. Jedenfalls habe ich das jetzt nochmal in Textform verfasst und habe nochmal eine erneute Beschwerde eingereicht. Damit gehe ich allerdings das Risiko ein, dass ich einen Strike bekomme. Ich möchte aber so etwas nicht durchgehen lassen, finde es eine absolute Unverschämtheit, dass eben sowas gestrikt wird und möchte damit eben andere Künstler oder andere Videoersteller wie mich schützen, die eben auch so ein ähnliches Lied benutzen und zu Unrecht eben gestrikt werden. Wenn ihr euch das anhören wollt, das Lied, ich werde das jetzt hier nicht nochmal verlinken, aber ihr könnt euch das gerne angucken. Es handelt sich hier um das Video Geheimprojekt Planung. Wenn man hier guckt, sieht man eben, Beschwerde wird geprüft gerade. Jetzt drehe ich weiter an den einzelnen Szenen für das zweite Video, weil da soll noch der PC von außen noch ein bisschen aufgenommen werden. So, einige Stunden sind vergangen. Ich habe gerade zu Ende gedreht. Wie ihr das schon in der Timelapse gesehen habt. Außerdem habe ich jetzt noch ein bisschen mich mit dem Thema Freifunk auseinandergesetzt, weil ich immer noch plane. Ich möchte da wirklich ein großes Projekt draus machen. Nicht nur so ein Pille-Palle-Projekt mit irgendwie einfach nur einen Router flashen oder so. Davon gibt es tausend Anleitungen, ob man jetzt das Freifunk von Berlin oder von irgendeinem anderen Ort nimmt in Deutschland, ist ja ziemlich egal. Die Idee ist das Gleiche, das Flashen ist immer das Gleiche. Also von daher wäre das ja relativ langweilig, da einfach nochmal einen Videozug zu machen. Und dann würde ich sagen, beende ich den Vlog einfach für heute. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Vlog. Bis morgen, haut rein und ciao.